Da sehen wir beide Athleten. Das große Finale im Weltergewicht. Ferhat Pakis oder Berkan Bahadur. Wer wird sich qualifizieren für die WM in Indonesien? Wer holt sich den Slot, den letzten Platz in seiner Gewichtsklasse? Das erfahren wir gleich. Ladies and gentlemen, it is time for the welterweight finals. The winner of this bout will move on to Indonesia and will represent Germany at the Gamma World Championships. And now, first, I represent to you the fighter in the blue corner, 77 kilograms, 21 years of age, standing at 1 meter, 83, with a record of 6 wins, 2 losses, and 1 draw. Representing Passion MMA, this is Ferhat Pakis. And his opponent in the red corner, 77 kilograms, 19 years of age, standing at 1 meter 86, with a professional record of 8 wins, 1 defeat, and 1 draw, representing Fight Club Gelsenkirchen, this is Berkan Bahadur. Also wir sind ready to go für das große Finale hier im Weltergewicht. Der Referee hat alles gesagt, was gesagt werden musste. Die Regeln noch mal erklärt. Es gibt keine Fragen von beiden Athleten. Und damit auf geht's Richtung Weltmeisterschaft. Indonesien, das große Ziel dieser Athleten, sich zu qualifizieren und Deutschland zu repräsentieren. Schöner Slam hier. Ferhat Pakis etwas überrascht hier von Berkan Bahadur, der auf ihm liegt. Auf Guard-Position versucht das Bein da noch mitzunehmen, aber
Hartes Ground and Pound, gute Schläge. Pakis wieder auf den Beinen. Klasse gemacht. Aufwärtshaken hier. Gute Treffer von beiden Athleten. Also man merkt hier ganz klar das große Finale, die Wichtigkeit. Beide wollen es hier unbedingt wissen. Beide riskieren viel. Und das schon zu Beginn dieser ersten Runde. Oh, gute Kombination. Pakis konnte ja im Stand gut punkten in den letzten Fights. Sieht auch körperlich leicht größer aus, breiter als Badur. Und da gibt es gutes Ground and Pound. Aber auch nur für gefühlt 2-3 Sekunden. Badur sofort wieder auf den Bein, macht hier weiter Druck. Also fulminante erste Runde, die wir hier sehen. Die ersten 1,5 Minuten verschwimmen hier quasi wie im Flug. Schöner Takedown über das Knie gezogen. Badur jetzt in der Side Control. Guter erster Treffer. Am Boden angekommen. Folgt uns gerne via Social Media. GMC-MMA. GMC Olympics. Dort findet ihr alles Mögliche online auf verschiedenen Online-Portalen. Ansonsten, wenn ihr mich sucht, Elias Fight Fight, dann habt ihr mich schon. Und währenddessen feuert Berkan Bado hier gutes Ground and Pound ab. Kleine Hammerfists für ein möglichst großes Ergebnis, um sich hier zu qualifizieren, um ins Finale dann eben, also dieses Finale zu gewinnen und dann nach Indonesien zu gelangen. Ja, und Pakis vom Rücken aus arbeitet hart daran, versucht sich hier zurück zu fighten, die Knie hochzuziehen, wenig Schaden zu kassieren und seinen Gegner irgendwie zu kontrollieren, an sich zu drücken und parallel dazu aufzustehen. Das hat er wunderbar gemacht. Jetzt steht er, versucht den Hals zu greifen, soweit ich sehe, eine Guillotine stehend. Etwas zu optimistisch wieder rangegangen an das Ganze. Hat versucht, das eben schnell zu lösen, aber dieses schnelle Mittel ist nicht gerade das Probateste in diesem Fall. 14 Sekunden noch auf der Uhr, also guter Start für Badur. Pakis kämpft sich aber stark zurück. Ist jetzt erstmal wieder auf den Beinen und klammert sich fest. Kassiert da noch ein paar Schläge am Ende dieser Runde. Ja, man merkt schon, dass beide Athleten etwas Kraft gelassen haben, verständlicherweise. Die hatten ja heute schon eben zwei andere Fights. Hier sehen wir nochmal das Replay. Bado hier schön herübergeworfen, den Trip stehen lassen, das eine Bein, über das dann eben Pakis gestolpert ist. Dann hier aus der Halfguard-Position Ground and Pound von der Seite einige Schläge ins Ziel gebracht. Hat sich hier dann wieder aufgerichtet, schön zurückgekämpft von Pakis. Dann hier der nächste Takedown, auch schön eng am Mann geblieben. Ja, und beide standen sich ja schon mal gegenüber, das haben sie ja in den Interviews soweit erzählt. Das Endergebnis ein No-Contest, etwas unbefriedigend. Und dadurch jetzt die Chance auf Wiedergutmachung für beide. Also lassen wir uns überraschen, wer am Ende der Gewinner sein wird. Da liegt etwas Eis in der Ecke, soweit ich sehe. Das wird nochmal entfernt aus dem Cage, damit hier niemand ausrutschen kann. Das sieht soweit gut aus. Und damit kann es weitergehen mit der nächsten Runde hier im großen Finale des Weltergewichts. Guter Kick. Ferhat Pakis direkt im Vorwärtsgang hier. Oh, schnelle, harte Hände von Badur. Der macht sich jetzt erstmal wieder ran an den Clinch. Versucht hier das, was er in Runde 1 gut geschafft hat, wieder erneut durchzubringen. Aber diesmal ist es Pakis, der den Takedown holt. Und der macht sich jetzt schwer. Versucht den Rücken zu halten. Badur dreht sich immer wieder weg. Kann sich nicht befreien. Und Pakis hier mit gutem Ground and Pound von der Seite. Aber Badur wieder auf den Beinen, hebt ihn hoch. Lässt sich erstmal fallen. Schöner Slam. Muss aufpassen, den Hals da nicht hängen zu lassen für eine mögliche Guillotine. Der ist jetzt erstmal raus. Und damit Side Control für Badur. Also, extreme Action schon wieder wie in Runde 1. Beide mit dem Fuß auf dem Pedal
aufs Gaspedal in diesem Fall, drücken es runter bis zum Blech. Nonstop wird hier geschlagen. Da wird der Referee nochmal aktiv ermahnt hier, dass es keine Schläge auf den Hinterkopf geben darf. Dass Bardo da aufpasst. Das Side Control bisher kontrolliert hier Parkis, der sich auf dem Rücken befindet. Er versucht sich währenddessen hier wegzudrehen. Ihr seht die Fußstellung, will da raus explodieren im Bestfall. Aber so einfach ist das nicht gegen so einen Mann wie Bardo, der auf ihm liegt, sich eben schwer macht und gleichzeitig versucht, die eine oder andere Faust ins Ziel zu bringen. Richtet sich hier auf, versucht die Hand da drunter zu bekommen, unter den Hals, schwer zu sehen aus der Position. Ein möglicher Choke, aber Parkis passt sehr gut auf. Kämpft hier vom Rücken aus. Drückt mit dem rechten Fuß an der Hüfte von Bardo, versucht ihn von sich wegzubewegen, wegzudrücken. Schläge hier von unten. Gute Treffer ans Kinn von Bardo. Der richtet sich erstmal auf. Gibt damit Parkis die Chance aufzustehen, aber der wartet erstmal, bis der Referee das offizielle Go gibt. So, knapp eine Minute nur noch für Parkis, der jetzt losfeuert. Der wilde Salven da schlägt, aber erneut zu Boden gebracht wird von Bardo. Und Sidechoke hier auf der Seite. Und jetzt könnte es gefährlich werden. Er macht sich richtig schwer, erhöht den Druck. Er drückt mit der linken Hand auf der einen Seite des Halses, mit der rechten Hand drückt die eigene Schulter von Parkis und Bardur erhöht den Druck, holt sich in die Zerbrechung und damit den Sieg und qualifiziert sich für die WM in Indonesien. 18 Sekunden noch auf der Uhr in Runde 2. Klasse Sieg für Behram Bardur. Hat er sehr, sehr gut gemacht. Zu overpaced in dem Fall für Ferhat Parkis. Hat den Druck erhöht, ihn nonstop arbeiten lassen, die Takedowns geholt und dann eben, nachdem Parkis es so aussah, als ob er stark zurückkommt im Stand, nach diesem Takedown zugemacht mit dem Arm Triangle Choke und sich dann den Sieg geholt am heutigen Abend und das ganze Turnier für sich entschieden. Ich komme zu dir. Du hast ja jetzt Edelmetall um deinen Bauch, wie man sieht. Hast dir das große Finale nicht nur verdient, sondern auch gewonnen. Hast zudem einen Check für 700 Euro. Und parallel dazu hast du dich qualifiziert für die Weltmeisterschaft in Indonesien. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ehrlich. Ich bin so glücklich. Aber ich bin auch ehrlich, ich habe richtig hart trainiert. Ich habe sehr, sehr, sehr hart trainiert. Und ich habe ja schon mal mit Parkis gekämpft, die haben ja schon mal gegeneinander gekämpft. Da hatte ich leider einen Cut bekommen. Aber ich muss ehrlich sein, der ist echt korrekt, der hat sein Kämpferherz bewiesen. Ich mag den Typen echt krass. Mach weiter so, ich liebe dich. Ja, easy money! Woo!